Ich glaube, jeder, der sich das Video anschaut und vor allem in die Quellen schaut, die dort angegeben sind, sieht, das ist eigentlich eine Vermischung von ganz vielen Pseudo-Fakten. Dieses Video ist eigentlich ein Appell für guten Journalismus in Deutschland, dass, wenn junge Menschen sich informieren wollen, das manchmal ein bisschen kompliziert ist, aber gute Journalisten stellen objektiv dar, welche Fakten es gibt. Und ich verbuche dieses Video unter einer ganz persönlichen Meinung desjenigen, der es erstellt hat. Ich sehe ja, wie viele junge Menschen sich das anschauen. Das beunruhigt mich insofern, weil ich glaube, die wenigsten schauen in die Quellen, die er dort angegeben hat. Aber es sollte auch für die Medien in Deutschland ein Fragezeichen aufwerfen, warum junge Menschen sich dort über Politik informieren und nicht auf bekannten Medienportalen.